Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir ein komisches Tafelstück wieder bekommen, das wir in Herzen des Kriegsschiffs wieder einsetzen können. Aber um das zu kriegen, mussten wir gegen eine Riesenkrabbe kämpfen. Ja. Und jetzt sind wir ja auf irgendeinem komischen Weg, den wir entlang gehen müssen. Und was? Weiß ich nicht. Ich will aber da rein. Geht nicht. Okay, hier komme ich anscheinend zum Herz des großen Schiffs. Okay. Warum nicht? Dann haben wir wieder eine Tafel, die wir da einsetzen können. Okay, cool. Wo genau bin ich jetzt? In der Mitte oder was? Das wäre gut. Ups. War ich ja schon? Ja, ich glaube schon. Ja, hier war das. Da müssen wir hier rum. Und wieder so ein Aufzug nutzen, um da hinzukommen, glaube ich. Und dann kommen wir irgendwann zu diesem Raum, wo die Krabbe war. Ja. Oder ist ein Krebs? Ich weiß es nicht. Stimmt darüber ab. So, okay. Dann. Mal schauen, wo wir jetzt das Ding einsetzen können und was für ein Ding wir aktivieren können. Mein Gott, ich immer direkt das Richtige finde. Ich hoffe nicht, ich habe jetzt irgendwie eine Cutscene ausgelöst, die uns weiterbringt, weil das wäre jetzt ein bisschen doof. Ich muss noch diesen einen Raum da erkunden. Okay, gut. Die Barriere hat sich aufgelöst. Ja. Dafür kommt jetzt ein Ladebildschirm. Okay, ich dachte schon, ich werde irgendwie in eine Cutscene oder so reingeballert. So, hier war das, ne? Dann schauen wir mal. Ui. Müssen wir noch mal den ganzen Weg? Oh nein, jetzt müssen wir noch mal durch dieses komische Uhrwerk da gehen. Aha. Dann noch mal durch die ganzen Typen vorbei und dann wahrscheinlich noch mal, ja, dann kann ich ja wieder... Ich hoffe, ich kann ja da wieder runterspringen, wo ich gegen die Krabbe gekämpft habe. Da wäre, glaube ich, eine kleine Abkürzung. So, wieder hier. Das Ding macht mich hier ein bisschen nervös. Oder? Ja. Wo lande ich jetzt, wenn ich da runterfalle? Sag mir nicht da, wo die Krabbe war. Nö, okay. Oh Gott! Wie? Oh mein Gott. Und jetzt den hier. Einfach so sagen, stopp, Hämmertal. Ja, ich glaube, die Waffe bringt's. Stärke ist auch nützlich hier im Kamui. Sollte man ja auch mal dran denken. Ich glaube, die ist auch ein bisschen schneller, ey. Tut da ganz schön viel reinhauen. Guck mal, wie schnell der jetzt ist. Da will ich mir nur ein. Ja, ich glaube, damit sind alle gefinished. Also gut wie. Gratis-Item. Ja, konnte ich jetzt nicht lesen, war so schnell weg. Konnte ich in den Aufnahmen auch nicht lesen, verdammt. Tatagata-Pila. So, kein Gegenstand hier irgendwo. Bin mir sicher, ich war ja schon. Was? Könnte es wagen. Dafür muss ich alles kaputt machen. Bams. Dann setze ich auch irgendwie nie ein. Damit kann ich ja diesen Sprungangriff machen. Diesen Trittangriff. So klingt er dann, ja.
Ist doch lächerlich, als ob irgendein Muskelprotz irgendwie so eine tiefe Stimme hätte beim Kämpfen. Ist doch lächerlich. Lass mich noch mal einen ganzen Weg hier wahrscheinlich rumrennen, ne? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Sie verarschen? Ey. Soll ich noch mal gegen die alle kämpfen, oder was? Dreck. Was guck ich da denn an? Jetzt kommen sie schon wieder alle. Kann ich wieder den hier machen? Zum Teufel, wie schnell macht er ihn kaputt? Okay, nehme ich. Ja, aber er hat nicht gereicht, verdammt. Das alles nur, um die Waffe zu bekommen. Falls die überhaupt da ist, na, laufe ich da den ganzen Weg hin und da ist überhaupt nichts. Würde mich echt anpießen. Ja, wieder 8000 Punkte so bekommen. So, wat. So, jetzt du noch. Bams. So, wieder da. So, welcher Pisser hat mich da jetzt gerade abgeschossen? Da vorne standen keine, glaube ich. Oh, schon wieder. Oh, wenn ich hier nochmal runterfall, dann kann ich Shizukas Waffe auch aufballern. Aber ich möchte nicht hier runter wann. Ja. So, wer hat mich da gerade abgeschossen? Der kriegt jetzt einzelne Fresse. Aber so was von. Mit einem Schwert. Ja, ich schlag andere Leute mit einem Schwert. So, kam die von hinten irgendwie? Ja. Ey, das ist unfair. Die spawnen einfach da. Weißt du, so für den Fall, dass ich da vorbeikomme. Das ist jetzt echt unfair. Was zum. Weißt du, wenn du mal da runterfällst? Ma. Tschüss. Also ich gehe einen Schritt dahin und dann sind die auf der Karte gespawnt, ey. Also sowas ist echt. Was kannst du doch nicht machen? Also unfair. Oh Mann. Oha. Ey, ey. Er braucht mal unbedingt eine bessere Waffe. Das wäre mal richtig gut. Alter, die blocken und alles ist schön und gut, oder wie? Ma, lass mich doch. Ja. Pff. So. Ah, ich war schneller. Pisser. Der Typ ist echt. Kacke, wenn es darum geht, gegen mehrere zu kämpfen. Ey. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hat ihr mit dem blauen oder mit den roten Dingern jetzt? Ich würde mal sagen, Dingen da am Boden zu urteilen, blau. Aber ich bin mir wie immer nicht so sicher mit dem, was ich so weiß. So, hier ist das ja. Was? Ey, das ist scheiße. Oh mein Gott, ey. Jetzt den ganzen Part das hier, oder was? Oh, okay, das ist nicht so schlimm. Ich hab gesagt, das ist nicht so schlimm. Man könnte mal mit den Angriff würde ich alles in meinen Umkreis irgendwie treffen, aber irgendwie. So, wer wagt es hier näher zu kommen? So, jetzt möchte ich gerne nicht wieder da runterfallen. Das ist nämlich nervig. Wie sonst irgendwas. Ach, doof.
Ja, die Stacheln einen auch natürlich so wegschleudern, das ist klar. Ich dachte, die spießen einen auf, ey. Weil wenn da so ein Boxhandschuh rausgekommen wäre, dann hätte ich das ja verstanden, wenn ich so weggeflogen bin, aber nein. So, dann gehe ich mal hier hin, weil ich glaube, hier wird nichts passieren. Oh mein Gott. Ja, wo lang drücke ich jetzt, ja? Das ist echt keine neue aufgetaucht, verdammt. So. Oh ne, verpisst euch. Viele Punkte habe ich. Ne, das ist zu wenig, lohnt sich nicht. War nicht irgendwo ein Speicherpunkt oder so? Ich glaube nicht. Ich würde dann nämlich gerne speichern und die ganze Zeit laden. Ich sehe mich dann noch ein paar Mal runter auf einmal. Beim ersten Mal hat das geklappt natürlich. Aber beim zweiten Mal, ne. Dann noch irgendwie was. Nö. Hör ich die Dinger jetzt schon? Habe ich schon von draußen gehört? Was zum. Seid vorsichtig. War nicht so vorsichtig. So, jetzt hier lang und hier lang. Hier lang. Jetzt bloß nicht in die Stacheln da noch reinlaufen. So, und wer, da ist jetzt nichts. Da ist ein Speicherpunkt. Gut. Speichern wir hier. War aber nicht so eine produktive Folge jetzt. Also ich finde hier die Waffe, das wäre gut. Jetzt ist da überhaupt nichts. Der kommt doch jetzt nicht noch mal hier raus, oder? Nein, gut. Brave Soldaten, brave Soldaten. Macht da gut. Wo sieht er da draußen schön aus? Ja, nicht schön aus da draußen. Ja, das sieht doch schön aus. Jetzt haben wir noch so eine Krabbe, ne? So, dann gucken wir mal. Was hat der Herr gewonnen? Oder die Frau, meine ich. So, allein hier deswegen schon. Ist auch schon wieder gelohnt. Oh, noch so ein Teil, geil. Ja, hat sich gelohnt. Das ist schon wieder ein halbes Level-Up-Dingen. Und keine Schatztruhe mit einer Waffe. Boah. So ein Dreck. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht hier offensichtlich irgendwas übersehen. Sonst kann ich nochmal da hoch. Darauf haben wir alle keinen Bock, ne? Nein, haben wir nicht. Ja, gut, ich kann jetzt von hier aus einfach dahin gehen. Das ist ja da auf dem Weg, ne? War da hinten jetzt irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Leck mich. Warte mal, sind zwei solcher Dinger. Ist auch noch so ein Ding. Sehr schön. Ja, das war sehr produktiv noch. Wie, was ich hier noch alles finde, ne? Glaubst du gar nicht. So habe ich noch gesehen, dass da noch so ein Teil ist. So, jetzt ist da eine Speicherung, wir können einfach dahin gehen, das ist gut. Guck mal, können wir schon mal gucken, was da ist, ne? Ja, okay. Ist ja gut. So, 24 und wir haben 7 Dinger wieder, geil. Nö, hier. Schön. Finde ich gut. Na gut, wo führt uns denn die eine Tür hin? So, wo war die jetzt nochmal? Da, ne? Hier, das Ding war das doch, ne? Ja. Da war vorher eine Barriere, glaube ich. Oh nein, nicht schon wieder eine Sprungpassage, wo ich unterfallen kann und gegen Gegner kämpfen muss. Gewesen ist die Kamera hier so anständig und da konnte ich mich nicht festhalten. Was zum
Ma. Was ist das denn? Oh nee, was? Benkei. Wow. Wenn das jetzt der Standardgegner hier ist, wenn man runterfällt, ne, das ist ja bezaubernd. Jetzt haust du wieder ab, ne? Komm, ich da einen Panzer gebrochen, ne? Was? Okay. Das ist aber cool. Sehr schön. Hoffentlich sind da oben wieder so Dinger. So, mal gar nicht Sensen. Wäre geil. Cool. Direkt runtergefallen. Und nein, das scheint das gleiche Gebiet zu sein. Was? Boah, sag mir nicht, ich bin wieder da hinten gelandet. Wo lande ich denn jetzt schon wieder? Na komm, warte mal, dann komme ich doch wieder direkt da am Speicherpunkt raus, ne? Müsste ich ja. War ich natürlich blöd, dass ich mich nicht da festgehalten habe. Normalerweise hält man sich da fest, steht so, kann, was soll das? Mach. So, Bams. Und solche Trainingseinheiten habe ich echt was. Haben wir jetzt haben wir 30.000, cool. Was ich denn so viele Punkte bekommen? Das Ding hat doch nicht so viele Punkte gegeben. So, ich brauche 40.000, verdammt. Ah. Nee, nee. Oh, Eye Candy, was? So. Leck mich, was soll das? Boah. Wie oft bin ich denn schon in dieser Folge runtergefallen? Ja, aber zum Glück kommt diese Krabbe nicht wieder. Ich tue nicht mein Kamui für euch verwenden, hallo? Wenn ihr herzlich nervig seid. Aha. Ja, da kann ich auch mal ausprobieren. Ah, sie hat den Angriff, cool. So, wieder hier hoch, Mann. Weil wir haben den Ort ja noch nicht oft genug gesehen. Wie viele Dinge habe ich jetzt bekommen? Okay, da scheint die Krabbe so viel zu geben. Ich möchte noch wenigstens wissen, was irgendwie dahinter ist. In diesem Maschinenraum. Darf doch nicht wahr sein. Upsala, Entschuldigung. Die zierliche kleine Shizuka rennt gegen so weiter um die Finale um. So, zeige er mir, was dahinter ist. Ich will es wissen. Ich will es unbedingt wissen. Ja, mal Yoshitsune. Weil ich sei ja besser im Springen. Oder Benke, der ist noch besser. Nee, boah. Oh, Benke, wenn der springt, ne? Dann weiß ich nicht. Auf der anderen Hälfte Erdkugel, da passiert was. Ja, wo muss ich jetzt hindrücken? Da unten, gut. So, gehen wir mal den Weg hier. Wer ich schaffe bis dahin nicht. So. Das war sicherer. Ja, die Kamera ist natürlich jetzt richtig geil. Oder kaputt machen. Ma! Was ist denn das für ein Dreck? Okay, wir kommen doch nicht auf einen anderen Seite. Leckt mich. Ah, ihr Viecher schon wieder, ne? Warte mal, muss ich überhaupt gegen euch kämpfen? Ich hau jetzt einfach ab. Tschüss. Scheint ja keine Animation oder so zu kommen. Boah. Der sieht ein bisschen verstörend aus. Ich hau hier ab. Tschüss. Ihr könnt mich. Ich gehe jetzt nach Vegas. So, ein Versuch noch.
Das schaffen wir schon. Hoffe ich, bitte. Bitte. Aha. Ich hasse jetzt immer wegen dem gleichen Grund irgendwie zu verlieren oder irgendwas zu vermasseln. Nee, das ist so nervig. Ja, irgendwie wünsche ich, man könnte irgendwie so rennen oder so. Das wäre irgendwie besser. So, hier kann ich nochmal laufen. So. Irgendwann mal Speedrun-mäßig. Huja! So. Nicht das Ding jetzt angreifen. Ja, und ich falle dann noch im letzten Moment runter. Ist geil. Na gut, dann würde ich sagen, ich renne jetzt hier offscreen zum Speicherpunkt oder wieder zum Anfang. Der. So geht das. Zum Anfang des Maschinenraums im nächsten Part. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Machen wir das? Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.